Grüßt euch, herzlich willkommen. Ihr seid hier wieder beim Podcast Wolliges Geplauder und ich bin die Jenny aus dem Allgäu und erzähle euch, was ich die letzten 2 Wochen gehandarbeitet habe. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, einen 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten und die letzte Folge habe ich exakt vor 2 Wochen aufgenommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt die stürmischen Corona-Zeiten gut überstanden. Im Moment hat man ja so das Gefühl, dass sich alles ein bisschen lockert und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Man darf nicht übermütig sein, aber man freut sich wieder an den kleinen Dingen, die man jetzt ohne schlechtes Gewissen machen kann und das ist, denke ich, schon eine ganze Menge. Man muss zwar noch diesen Abstand halten und Masken aufziehen, aber das sind Einschränkungen, die man gut in Kauf nehmen kann. Ich bin auch inzwischen wieder in die Schule zurückgekehrt, das heißt, da war ich vor 2 Wochen auch schon, aber inzwischen habe ich auch wieder Schüler zu unterrichten. Die Abschlussklassen sind da, die 10. Klassen, und die werden jetzt vorbereitet für die mittlere Reife. Das klappt ganz gut. Es war am Anfang sehr ungewohnt, weil die Klassen ja viel kleiner waren. Wir haben sie durch 2 oder sogar durch 3 geteilt. In den Klassen selber ist viel Abstand zwischen den Bänken, das heißt, die Schüler können kaum miteinander kommunizieren. Ja, es ist fast ein bisschen langweilig zu unterrichten, ja, weil die halt ja fleißig vor sich hinarbeiten, mehr oder weniger. Was auch ungewohnt ist, man muss immer mit Maske natürlich rumlaufen in der Schule und die Schüler halten sich da auch super brav dran. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wir waren in den ersten Tagen relativ streng, haben wir aber dann gemerkt, oh, das funktioniert super und dann konnten wir auch ein bisschen mehr Freiräume gestatten. Ja, und ich stehe in einem Klassenzimmer drin und habe dann so ein abgestecktes Lehrergehege. Fehlt nur noch das Schild, bitte nicht füttern vorne dran. Ja, und nicht streicheln. Ja, ich muss eben Abstand halten von den Schülern und die Schüler eben vor mir und habe da eben meinen Bereich. Das ist wie Dirty Dancing, das hier ist mein Bereich und das ist dein Bereich. So haben wir die Klassenzimmer dann aufgeteilt. Und ja, das funktioniert schon. Es ist halt mit manchen Dingen ein bisschen umständlich, wenn ich kann es nicht spontan irgendwo mal durch die Klasse laufen und mal bei einem Schüler ins Heft schauen und zu so gucken, was er macht. Vielleicht ist da mancher auch ganz froh drum, dass ich da nicht so neugierig reingucken kann. Jo, also, mein Alltag ist wieder so, wie ich ihn gewohnt bin und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Und nächste Woche kommen dann noch andere Klassen dazu und so wird unsere Schule langsam gefüllt. Allerdings wird dieses besondere Unterrichten, denke ich, schon noch eine ganze Weile brauchen oder dauern, weil einfach ja immer noch potenziell eine Ansteckungsgefahr da ist und man aufpassen muss, dass sich das Virus nicht verbreitet, wenn man zu eng aufeinander sitzt. Ja, das war jetzt aber alles, was ich zu Corona zu sagen habe. Einfach nur so ein bisschen der Stand der Dinge, so wie mein Leben verläuft. Und jetzt kommen wir zu dem, was natürlich viel, viel wichtiger ist als das, nämlich es geht ums Stricken. Ich habe nur gestrickt, ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe auch noch ein paar Masken, habe ich glaube noch genäht, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Das ist nichts Weltbewegendes. Jo, dann fangen wir doch mal an und wie immer fange ich damit an, was fertig geworden ist. Mein Ziel war ja im Monat April noch ein drittes Projekt fertig zu bringen. Ein Projekt, was ich fertig habe, seht ihr übrigens, das habe ich an, das ist der Weekender. Den trage ich furchtbar gerne. Also der ist total angenehm vom Material her und auch von der Form her. Und ich liebäugle schon mit einem Weekender 2.0. Also es kann gut sein, dass ich mir da nochmal so einen stricke. Und ja, das mache ich eigentlich nicht so viel, aber das ist wirklich so ein Pulli, der ist zu ganz vielen tragbar, hat ein sehr modernes Design, aber nicht zu modern. Also kann man auch in meinem gesetzten Alter noch gut damit rumlaufen. Und ja, also ich finde den ganz klasse. Ja, aber das dritte Projekt sind meine Fliegenpilzsocken. Und einen habe ich euch ja schon letztes Mal gezeigt, das war glaube ich der hier. Mit diesen süßen Fliegenpilzen oben dran. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Anleitung da. Aber entweder schaut ihr bei meinem letzten Video, das hier habe ich es unten drunter verlinkt, oder ich verlinke es nochmal hier unten drunter, wo ihr die Anleitung finden könnt. Es ist eine Kaufanleitung, bei Ravelry ist die, kann man die erhalten. Und das ist der zweite. Was ich nicht fertig gebracht habe, ist, dass die total gleich streifen. Also ich habe es zweimal versucht und bin zweimal gescheitert, habe dann irgendwann festgestellt, dass das war ein anderes Knäuelwolle und das habe ich von der anderen Seite her angestrickt. Deswegen hat es
nicht um viel gepasst. Aber es stört eigentlich nicht, weil das mit den Fliegenpilzen kommt trotzdem ziemlich raus. Und mir hat hier auch diesen rosa Streifen hier an der Ferse rum. Also es ist ein bisschen anders, aber so viel anders ist es dann auch nicht. Ja, also hier nochmal ein Groß. Oben dieses Fliegenpilzmuster. Hier kommt ein bisschen der Schaft, geht hier verloren. Den sieht man da besser, weil es ins Rosa reingeht. Aber da, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, finde ich. Und dann hier noch dieses Muster. Und das wiederholt sich unten nochmal kurz vor der Spitze, dieses kleine Muster. Ich habe eine Herzchenferse gemacht. Ich weiß nicht, da war, glaube ich, eine ganz normale Käppchenferse dabei. Und eine Bandspitze, da habe ich mich an dem gehalten, was in der Anleitung gestanden ist. Das ist eigentlich auch das, was ich sonst immer an Spitzen stricke. Hier oben habe ich mit Tubular Cast-On den Anschlag gemacht. Da ist er schön dehnbar und schaut gut aus. Ja, also es sind nicht gewaschen und gespannt, sondern einfach nur gestrickt. Und ich werde jetzt erstmal anziehen und dann werde ich sie mal waschen. Weil ich finde, bei Socken muss das jetzt nicht unbedingt sein. Ja, also mein. Haar von mir dran. So, weg da. Mein Projekt Nummer 3, das im April fertig geworden ist, die Fliegenpilzsocken. Ja, damit bin ich mit zwei alten Projekten in den Mai gestartet, weil ich habe ja immer gesagt, 5 Projekte pro Monat und was fertig kommt, wenn was fertig wird, dürfen dann im nächsten Monat neue Projekte gestartet werden oder UFOs wieder aufgegriffen werden. Ja, da habe ich mich jetzt auch dran gehalten. Aber zunächst zeige ich euch mal noch meine Temperaturdecke. Die wohnt in dieser Tasche, die ich mir mal genäht habe. Den Stoff habe ich, glaube ich, in Karlsruhe gekauft, auf der Nadelwelt heißt, glaube ich, die Messe. Es war so ein Stoffpanel und das musste man dann zusammennähen einfach und ich habe es dann noch ein bisschen abgefüttert. Und die mag ich ganz gern, weil sie eigentlich groß ist. Aber ihr seht, die ist schon ziemlich ausgefüllt. Das heißt, für die Decke wird die bald doch zu klein werden. Und ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich die dann aufbewahre. Ich glaube, da brauche ich dann irgendwie einen gigantisch großen Korb, um diese Decke umzubringen. Das wird dann das Monster im Wohnzimmer werden. Jo, bin up to date. Ich habe den April fertig. Und da seht ihr, es wird langsam bunter. Also das ist die wärmste Farbe, die bisher drinnen ist. Ende April ist es dann richtig warm geworden. Ich habe jetzt keinen Marker rein, wo ich das letzte Mal war. Die Temperaturdecke ist nach der Anleitung Northeasterly. Eine Kaufanleitung findet ihr bei Ravelry und ich habe sie sicherlich auch unten verlinkt oder im letzten Video verlinkt, falls ich das hier vergesse. Ein Abschnitt ist ein Tag. Und zwar aus dem Jahr 1970, weil das mein Geburtsjahr ist. Ja, und am Ende ist da wird es dann wieder in den grünen und in den gelben Bereich. Das heißt, Ende April ist es da wieder ziemlich saukalt geworden. Ja, also das ist so knapp über 0 Grad. Hinten ein Tag in Grau, weil der April ja einen Tag weniger hat als März und Mai. Und dann starte ich in den Mai und da war ich zunächst mal enttäuscht, weil ich mir ja da immer die Temperaturen rausschreibe für den ganzen Monat und denke, ah, jetzt da Mai, da wird es ja warm. Und dann kommen neue höhere Temperaturen, das heißt neue Farben, juhu. Nicht mehr immer die alten, die ich bisher verstrickt habe, die letzten 3, 4 Monate. Ja, nächste da. Zunächst mal bin ich bei meinen alten Farben geblieben. Ja, also wieder ziemlich kalt hat der Mai begonnen. Bisschen über 0 Grad, also es war dieses Jahr schon kalt, aber da war es noch mal ordentlich kälter. Da ist es wenigstens ein bisschen wärmer geworden und die kann ich jetzt endgültig mal auf die Seite legen, diese Farben, weil die brauche ich jetzt erst wieder im Herbst. Also ich hoffe mal nicht, dass es da im August noch mal kurz über 0 Grad hat. Nein, denke ich nicht. Und jetzt wird es langsam wärmer. Das seht ihr, da gibt es jetzt Wärme und das ist schon bei, ich glaube, 14, 15 Grad oder so. Und es kommen dann auf jeden Fall mal ein paar warme Tage. Aber so im Großen und Ganzen war der Mai auch ja, relativ durchwachsen. Also, ich glaube, die Höchsttemperatur, die ich da aufgeschrieben habe, lag bei 21 Grad. Und für Mai ist das jetzt nicht unbedingt die Welt. Aber gut. Ja, das ist meine Temperaturdecke und da stricke ich eben jeden Tag den Abschnitt und das klappt soweit ganz gut. Ja, welche zwei
Projekte sind dann vom März noch übrig geblieben. 70 plus auf der Projekttasche drauf. So. Einmal das Projekt von der Aktion Strick 6 in 2020. Es wäre super gewesen, wenn ich da natürlich fertig geworden wäre, weil im Mai hat natürlich das dritte Projekt schon begonnen. Das sage ich dann nachher noch etwas mehr. Ja, aber ich habe leider das zweite Projekt noch nicht ganz zu Ende geschafft, bin aber schon relativ weit. Und das wird auf jeden Fall diesen Monat fertig und gefällt mir auch. Je weiter ich stricke, umso besser gefällt es mir. Ich stricke aus Büchern, das habe ich schon wieder das Buch vergessen. Aber es heißt Colorwork Shawls von Melanie Berg. Dieses Buch, da habe ich die Anleitung raus und das ist das Tuch Moonraker. Ein asymmetrisches Dreieckstuch. Und ja, gesehen habt ihr schon mal soweit. Das sind so diese netten Bubbles, die da so wie so eingezogene Bänder wirken. Und hier sieht man jetzt auch die Farbe, das ist blau und dann mit gelb abgesetzt. Und hier wechselt dann die Farbe, dann wird die Hauptfarbe eben grau. Und die Bubbles, die werden jetzt hauptsächlich in diesem Gelb gestrickt. Und dann kommt einmal ein Kontrast in Grau und einmal noch ein Kontrast in Blau. Also es fehlt noch ungefähr so ein Stück hinten dran. Naja, doch, dass die Reihen jetzt natürlich länger sind, dauert es auch weiter zum Stricken. Aber es geht relativ flott. Letztes Mal war ich hier und da seht ihr also ein bisschen, was ist dran gewachsen. Nicht die Welt, aber immerhin ein kleines Stückchen. Den versetze ich jetzt gleich noch, den Maschenmarkierer. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann ich es euch das nächste Mal fertig zeigen. Also ich möchte das auf jeden Fall im Mai fertig bekommen. Das ist mein erklärtes Ziel und das werde ich auch schaffen. Das Einzige, woran ich vielleicht scheitere, ist, dass ich die vielen Fäden nicht vernähen mag. Ich glaube, da brauche ich mal, wenn ich mal ganz motiviert bin, irgendwie gute Ablenkung habe durch ein gutes Hörbuch, einen guten Film oder so, dann, wo man viel hören, na, Film ist nicht, da muss ich wieder reinschauen in den Fernseher, aber ein gutes Hörbuch oder ein nettes Telefongespräch mit irgendjemand, dann sind die Fäden dran, die werden dann vernäht. Ja, gestrickt wird das aus der Wolle Knit by Numbers, 4-Ply. Die ist kuschelig weich, das ist 100% pure Falkland Merino Wolle und ja, 400 Meter, also ganz normale Sockenwollstärke. Ich weiß nicht, wo es die bei uns hier zu kaufen gibt. Die ist mir eben aus Schottland mitgebracht worden. Ja, aber das Tuch ist wirklich zu empfehlen vom Stricken. Es macht Spaß und man kann so für diese, da kann man ja alles Mögliche verwenden. Man könnte auch mehrere Farbwechsel reinbringen und denkt dann, ach, könnte man auch wirklich so ganz gut Reste mal verwenden. Also für diese Streifen hier oder dass man eben das in 3-4 Farben dann absetzt. Ja, grau habe ich jetzt noch so viel übrig. Da hätte ich schon noch ein Stück weiter stricken können. Und das Anthrazitfarbene, da ist noch recht viel da. Nadelstärke. Wollt ihr das auch wissen? 3,75 auf Chagu-Nadeln. Ich stricke eigentlich alles auf Chagu-Nadeln. Wenn ich irgendwie Chagu-Nadeln frei habe, stricke ich mit Chagu-Nadeln, weil mir das wirklich die allerliebsten Nadeln sind. Ich mag auch sehr, sehr gern diese Bambus-Nadeln. Das einzige Problem, was ich habe einige, die von meiner Katze, die jetzt bei meiner Tochter wohnt. Also im Moment bin ich katzenlos. Aber als die Katze hier noch wohnte, hat sie das gerne als Zahnstocher benutzt. Wenn ich das irgendwie fahrlässig liegen lassen habe, was ich natürlich immer selber schuld bin, natürlich, sind die angekaut worden. Manche waren dann auch unbrauchbar, die meisten aber nur so ein bisschen angekaut. Man kann noch stricken, aber es ist nicht mehr so schön glatt vorne dran. Ich muss mal versuchen, vielleicht mit Schleifpapier und ein bisschen Öl oder so, dass ich die wieder etwas ja, zum Glänzen und Reparieren bekomme. Jo, das zweite Projekt, das vom April noch übrig ist und das mich auf jeden Fall
den ganzen Mai und vermutlich auch noch im Juni begleiten wird, ist der Susurrus Sweater von Jorge Locatelli. Und da ist auch ein Stückchen gewachsen. Der macht auch Spaß zum Stricken, aber da ich ja meine Strickzeit im Moment gerade nicht so üppig ist, bin ich jetzt nicht so weit gekommen. Außerdem habe ich ja auch immer recht viel auf den Nadeln. So. Hier ist er. Also, das habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Ich habe die Ärmel abgetrennt und war dann, glaube ich, letztes Mal hier ganz knapp unter dem Ärmel. Ich habe inzwischen, bin ich am zweiten Lesmuster, da fehlen, glaube ich, noch zwei Reihen, dann bin ich da fertig. Und dann geht es wieder weiter mit dem Mohair-Teil. Und viele haben gesagt, dass der recht groß ist. Ich überlege, da ich relativ schmale Hüften habe, ob ich vielleicht im nächsten Mohair-Teil ein paar Maschen abnehme, dass ich zur kleinsten Größe damit wechsle. Oben passt da eigentlich ganz gut. Also ist jetzt nicht eng anliegend, aber da sitzt da eigentlich ganz gut. Aber ich denke unten, wenn er da ein bisschen zuläuft oder schmaler wird, das wäre vielleicht gar keine schlechte Option. Vielleicht ziehe ich auch mal noch ein längeres Seil rein, um ihn dann besser zu probieren. Das könnte ich noch machen, bevor ich mich da entscheide. Ja, das ist also der Susurrus-Sweater. Da habe ich einen Marker drinnen, aber das ist der Teil, wo ich am 1. Mai stand. Den möchte ich auch so drin lassen. Aber ich glaube, ich mache da nachher noch einen rein, dass ich weiß, was ich euch als letztes gezeigt habe. Ja, die Wolle, die ich hier verwende, ist, da seht ihr übrigens noch, wie das Ding in fertig ausschauen soll. Und ich stricke das auch im Rahmen eines Karls, dem verstrickten Nerd-Karl, initiiert von der Ellie von Verstrickt und Zugenäht. Die hat ihren inzwischen fertig, wunderschön geworden, wie auch viele andere in der Gruppe. Also einer schöner wie der andere und auch total unterschiedlich von den Farben her. Und die andere ist die Annette von den Nerd Knits. Ich glaube, so heißt der Podcast. Schauen immer an, aber ich weiß nicht, wie er heißt. sorry, Annette, falls du das siehst. Nein, auf jeden Fall, Annette war vor kurzem auch so weit wie ich, aber ich denke, sie hat mich wahrscheinlich inzwischen auch überholt. Ich glaube, ich bin so das Schlusslicht in der Gruppe, aber das macht nichts. Den kann man ja auch dann im Herbst noch anziehen, falls er über den Sommer nicht fertig wird. Jo, die Wolle wollte ich euch noch sagen. Das ist von, das Mohair-Garn ist von Sandnes-Garn. Könnt ihr das lesen hier? Ja, also sie heißt Thin Silk Mohair, so ganz klassisches Silk Mohair-Garn. Ich habe mich einfach für das entschieden, weil mir die Farbe hier so gut gefallen hat. Und es verstrickt sich wirklich wunderbar. Und das andere Garn, das hatte ich eben schon zu Hause, das ist eine Walnussmischung. Die habe ich letztes Jahr im Herbst gefärbt und die wollte ich eben unbedingt mal verstricken. Das ist zwar schon Plan B an Strickmodell, wo das hineinwandert, aber dafür gefällt mir das wirklich gut. Man braucht sehr, sehr wenig Garn eigentlich. Also ich bin jetzt, das ist das zweite Mohair-Knäuel, also da sind nur ein paar Meter aufgebraucht worden und das ist immer noch der erste 100 Gramm Strang. Also damit komme ich locker, mit den Zweien stricke ich locker den Körper fertig und dann weiß ich noch nicht, ob ich die Ärmel langarmig oder kurzarmig mache oder so Halbarmärmel. Ich glaube, ja, ich denke, dass es Halbarmärmel werden. Bei kurzarmig weiß ich nicht. Ich habe schon immer gern ein bisschen längere Ärmel und ich glaube auch nicht, dass ich den anziehe als Sommertop, weil dazu ist mir das mit dem Mohair ein bisschen zu warm, schätze ich jetzt mal. Aber mal schauen, jetzt stricke ich ihn erstmal fertig und dann entscheide ich. Jo, das sind meine Restprojekte vom April. Das heißt, drei Dinge kommen neu auf die Nadeln für den Mai. Und da fange ich jetzt erstmal an mit einem, das kennt ihr auch schon, weil das nämlich ein UFO ist. Ich weiß gar nicht, wann ich das, ach doch, da könnte ich hier mal nachgucken, von wann dieses UFO ist. Ich habe hier nämlich so mein Projektbuch, dass ich mal wieder so ein bisschen aktiviert habe, da reinzugucken. Ich
bin immer jemand, der fängt sowas gerne an und dann wird das sträflich vernachlässigt. Wegschmeißen mag ich es aber dann auch nicht. Manchmal reiße ich aber dann auch die Seiten wieder raus und fange wieder von vorne an. Aber da habe ich mir schon Mühe gegeben, dass es schön gestaltet ist. Das möchte ich eigentlich schon so beibehalten. So, da steht jetzt drinnen, das ist. Genau, das ist ein. Oh, das ist, hat jetzt ungefähr, hat gerade Geburtstag gehabt. Ja, das ist ein Strickmodell, das feierte am 30.04. seinen ersten Geburtstag. Halt, das ist die falsche Tasche. Ja, und ja, gut. Wie es halt so ist, zum Geburtstag, dann bekommt man wieder Aufmerksamkeit. Und so hat es auch von mir Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, ich habe es wieder aufgegriffen und das wird auf jeden Fall auch fertig. Da bin ich jetzt schon recht weit gekommen. Von was spricht sie denn? Sie spricht vom Südenstricktuch. So. Was jetzt natürlich voll bescheuert ist, weil ich kann es euch gar nicht gescheit zeigen. Das schaut nämlich im Moment so aus. Das hängt jetzt so ziemlich komisch dran, aber ich erkläre es euch mal so ein bisschen. Also, das ist ein Design von Melanie Mielinger. Die hat es extra für unsere YouTube-Gruppe Süden strickt kreiert. Und wir haben das eben vor einem Jahr dann auch fleißig angenadelt. Da gehörte ich dann auch dazu. Und ein wunderschönes Design. Zuerst kommen solche Linien mit solchen Nupsis drinnen. Dann kommt ein ganz tolles Hebemaschenmuster. Dann kommt ein Zopf, der quer angestrickt wird. Sehr interessante Konstruktion. Er ist auch wunderschön, aber ich fand ihn nervig zu stricken, ganz ehrlich. Dann wiederholt sich das Ganze nur mit wechselhaften Farben, anderen Farben. Hier wieder das Hebemaschenmuster. Da bin ich nicht mehr ganz. Da fehlen, glaube ich, ein, zwei Reihen, weil mir dann das Weiß ausgegangen ist. Und eigentlich würde jetzt oben nochmal dieser Querzopf in Schwarz hinkommen. Ja, habe ich ja gesagt, der war etwas nervig zu stricken. Deswegen habe ich mir ein Alternativprogramm überlegt. Ich habe rundherum Einfachmaschen aufgenommen und habe rundherum so einen schwarzen Rand noch hingestrickt. Der ist so weit. Und der wird auch nicht breiter. Und ich habe jetzt hier schon begonnen, den mit einem I-Cord abzuketten. Und zwar habe ich noch so einen kleinen Rest in Orange, sodass eine Seite auf jeden Fall in Orange abgekettet wird. Nochmal so als Kontraststreifen. Und ich denke, so ein asymmetrisches Dreiecktuch sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall wird eine Seite jetzt orange runter und die anderen zwei Seiten, denke ich, werden dann in Schwarz gehalten, weil das Orange, da habe ich nur nicht mehr viel. Ich hoffe, dass es mir die, das ist so der Rest vom Fest. Ja, das reicht also nicht für rundherum, aber eben für diesen Teil. Ja, und dann ist er fertig. Also es fehlt jetzt nur noch der I-Cord und ja, der wird auf jeden Fall auch fertig im Mai. Das ist auch so mein Ziel. Und dann habe ich ein UFO beendet. Gut, also das ist ein neues Projekt. Das heißt, so neu ist es gar nicht. Ich habe ja schon mal, ich glaube, im Januar mal wieder auf die Nadeln gezogen und da noch ein Stückchen gestrickt. Und ja, dann bin ich wieder hängen geblieben, wie es halt so ist bei mir. Und jetzt ziehe ich das aber durch. Ganz eisern und hart. Der Süden strickt, das Süden strickt Tuch wird fertig im Mai. So, dann habe ich jetzt noch zwei Projekte, die neu sind. Oh, sorry, jetzt bin ich gegen die Kamera getreten, deswegen war dieses Erdbeben da. Ja, ein Projekt habe ich schon angenadelt, das ich neu stricken möchte, und da habe ich euch inzwischen auch das Bild. Und zwar ist es dieses Top hier. Man kann das entweder so tragen. Dann habe ich vorher, es ist glatt und ein relativ hochgeschlossener Ausschnitt. Oder ich drehe es um und dann ist das hier die Vorderseite. Dann habe ich einen etwas tieferen V-Ausschnitt. Man kann den V-Ausschnitt aber auch
schön nach hinten tragen dann. Also wenn es vorne dann der Rundhalsausschnitt ist, schaut es dann von hinten so aus. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ein schöner Rücken kann bekanntlich auch entzücken. Bei mir sieht man zwar da nichts, weil dann die Haare drüber hängen, aber egal. Jo. Und ihr seht schon, eigentlich gehört das mit viel verschiedenen, man kann das mit drei, vier oder fünf Farben stricken. Auch für Reste ist es wahrscheinlich ganz gut geeignet, die dann so ineinander gefädelt werden. Ja, wäre auch ein Plan. Ich habe mich aber entschieden, das aus einem Boppel zu stricken. Und zwar aus dem hier. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gezeigt. Den habe ich mal geschenkt bekommen, glaube ich. Heißt Wolke 7 Schilf, 100% Merino und dreifädig und hat 760 Meter Lauflänge. Also ich hoffe, dass es mir ausreicht. Ansonsten muss ich mir da noch was ausfallen lassen. Und ich habe, wie ihr seht, mit dem Braunton begonnen. Der kommt also oben an den Ausschnitt hin und nach unten wird es dann immer grüner. Grünt, so grün. Ja, und soweit bin ich. Sieht man jetzt leider auch nicht allzu viel, weil ich das eben noch auf recht kurzen Nadeln habe. Ja, man hat mit einem Tubular Cast On begonnen. Der ist mir so halbwegs geglückt. Der ist nicht ganz schön, aber ich denke, das zieht sich noch ein bisschen hin, wenn es mal gewaschen ist. An zwei Stellen ist er auch so ein bisschen seltsam. Aber zur Not muss ich da ein bisschen mit ein paar Stichen das noch nähen. Hier seht ihr, da kommt dieser V-Ausschnitt hin. Das kann man hier so schon so ein bisschen erkennen. Ja, also dieses, da ist in der Mitte so eine abgesetzte Masche, weil links und rechts zugenommen wird. Und da ist der runde Anfang. Drum ist da der Marker drin. Ansonsten ist kein Raglan, sondern es wird eben verteilt, wie ein Yoke eben zugenommen. Alle paar Reihen. Jo, und da bin ich jetzt fleißig dran. Und mal gucken, wie das wächst. Also, das ist jetzt so ein ganz praktisches Modell, wenn man eigentlich nur glatt rechts in der Runde strickt. Ich komme auch ganz gut mit diesem gefachten Garn. Das stört mich jetzt nicht. Also, wenn manche das sagen, ah, sie treffen da nicht alle. Also, nee, da habe ich eigentlich kein Problem mit. Das funktioniert ganz gut. Und die Farbe finde ich auch wunderschön, so für den Sommer. Ich denke, dass jetzt dann bald der erste Farbwechsel kommt und es wird dann etwas heller und dann unten eben geht es in das Grüne über. Auch hier wieder mit Chagu-Nadeln und auch hier habe ich die 3,75er Nadeln verwendet. Der Anleitung empfehlen sie, glaube ich, 4er Nadeln, aber vom Maschenbild gefällt mir das mit den 3,75er Nadeln besser. Ja. Das ist mein erstes neues Projekt. Das zweite neue Projekt, das habe ich noch nicht angeschlagen. Ich glaube, da mache ich erstmal das Südenstricktuch fertig und dann fange ich damit an. Naja, vielleicht überkommt es mich und ich fange doch gleich damit an. Wer weiß. Das ist auf jeden Fall etwas, was im Rahmen von meiner Aktion Stricksexin 2020 auf die Nadeln kommt. Da habe ich letzte Woche gewürfelt, letzte Woche auch am Dienstag, glaube ich, ja, vor einer Woche. Und alle, die dem mitmachen, wissen es, die Nummer 4 ist es geworden. Mein Ziel für diese Stricksexin 2020 ist ja, dass ich aus verschiedenen Büchern oder Magazinen mir eine Anleitung aussuche. Und die Nummer 4 waren meine drei Leinehefte. Ja, da habe ich dann ewig drin rumgeblättert, habe festgestellt, boah, das sind total viele tolle Sachen, vor allem für den Winter, so ganz dicke Jacken oder sowas. Ja, war jetzt nicht so mein Ding, dass ich das jetzt zum Sommer hin stricke. Bin aber dann doch fündig geworden. Und zwar wollte ich auch nicht unbedingt etwas stricken, wo ich keine Wolle dazu habe. Das war eben auch noch eine Option. Ne, das ist nur die Anleitung auf dem Papier. Ich habe es mal rauskopiert, weil da ein ziemlich großer Chart dabei ist und da muss ich abstreichen, sonst würde ich wahrscheinlich aus dem Heft das Ganze stricken und gar nicht mehr das ausdrucken. So, sorry, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Also optimal vorbereitet, aber da seht ihr den Pullover.
Der Pullover ist von Sari Nordlund und heißt Poet. Poet. Wie der Poet. Und das ist er. Also er hat hier unten sie dann auch nochmal. Und ich finde den traumhaft schön. Ich habe den schon mal im Original gesehen, in Vaterstetten auf dem Wollfest. Und das war auch, dieser Pulli war auch der Anlass, dass ich mir dieses Leine-Magazin dort gekauft habe. Weil mir die eben so gut gefallen hat. Der hat so ein wunderschönes, ich sehe jetzt gar nichts, aber ihr seht was hoffentlich. Also so ein wunderschönes Aschurmuster heißt es, glaube ich. Also ein schönes Muster einfach vorne dran. Man hat halblange Ärmel. Das werde ich ihn auch stricken. Man kann auch mit kurzen Ärmeln stricken. Aber ich glaube, ich mache so halblange Ärmel. Und ja, ich finde ihn wunderschön. Die Wolle, die ich dafür verwende, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube doch, das ist die Merino Superfein von Lana Grossa. Die kommt hier ein bisschen dunkler raus. Also die ist, sie hat so ein richtig schönes, wie so dunkler Rotwein ungefähr. Ja, so Bordeaux-Rot richtig. Ich hoffe, dass das Muster schön zur Geltung kommt mit dieser Wolle. Falls nicht, dann werde ich vielleicht nochmal die Wolle wechseln. Aber ich denke, ja, durch das, dass die relativ gut verzwirnt ist, hebt sich das dann gut ab, obwohl das eine sehr dunkle Wolle ist. Und sie passt ganz gut von der Stärke. Die ist gut abgelagert, die Wolle. Ich weiß gar nicht, da habe ich so eine Schachtel, die gar mal irgendwie runtergesetzt. Und dann habe ich natürlich gemeint, die muss unbedingt mit. Und habe auch schon zweimal ein Projekt mit dieser Wolle angefangen. Das sage ich auch noch dazu. Das ist jetzt Versuch Nummer 3, diese Wolle zu verarbeiten. Was nicht an der Wolle liegt, sondern einfach, weil mir die anderen Projekte irgendwie dann nicht mehr gefallen haben oder weil ich die Geduld verloren habe oder weil es einfach, keine Ahnung, wieder ein völlig unüberlegter Anschlag war. Ja, aber das ist eben mein Projekt Nummer 4 für Strick 6 in 2020, das noch nicht angefangen ist, aber das auf jeden Fall in diesem Monat noch auf die Nadel kommt. Und damit bin ich mit allem, was ich gestrickt habe, durch. Also ihr seht, so viel ist es nicht, aber wie gesagt, ja, ich habe jetzt wieder recht volle Tage. Die hatte ich zwar vorher auch, aber trotzdem, ja, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ich ziehe um und bin jetzt auch so schon am Räumen und Tun und auch da geht natürlich dann viel Zeit drauf. Es tut auch mal gut, so den ganzen Hausstand so durchforsten und ja, sich so ein bisschen dann so Struktur reinzubringen und sagen, ja, das ist wichtig, das kommt mit, das weiß ich noch nicht und das kommt auf keinen Fall mit. Also so mehrere Kategorien habe ich gemacht. Mit meiner Wollverlosung habe ich auch schon einiges auf die Seite gelegt, habe aber noch kein Video dazu aufgenommen. Aber das kommt auch bald. Also es ist nicht vergessen, es ist auf jeden Fall in Arbeit und es ist schon eine ganze Menge. Ihr werdet erschrecken, was ich da alles loswerden möchte. Aber es sind, denke ich, schon schöne Sachen dabei. Es ist viel Wolle dabei, die auch Industriegarne, also zum Beispiel viel von Drops, oft in Pullovermenge, die ich zwar auch wirklich gerne oft dann noch verarbeiten würde, daran scheitert es nicht, aber die liegt halt einfach dann nur rum und nimmt viel Platz weg und das ist Wolle, wo ich sage, wenn ich daraus irgendwie was machen möchte, kann ich die mir auch gut wieder beschaffen. Deswegen werde ich sie jetzt da einfach veräußern, wenn es jemand haben möchte. Ja, aber dazu dann eben bei der Verlosung. So, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich euch zeigen möchte und zwar ist Post für mich angekommen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Ich habe zum zweiten Mal bei Fibershare mitgemacht. Das ist ja so eine Wolltauschaktion, eine weltweite. Und ja, das ist so ein bisschen ins Corona-Loch reingefallen, dieses Fibershare, weil gerade als man dann so eigentlich die Pakete packen sollte und wegschicken, kamen dann die Grenzsperrungen und so weiter. Und ich habe noch mein Paket noch nicht abgeschickt. Ich habe die Wolle schon da, was ich verschicken möchte. Ich brauche noch so ein paar zusätzliche Dinge, möchte noch was nähen. Aber ja, ich habe mich jetzt im Moment noch nicht so getraut, das wegzuschicken. Mein Paket geht nach Dänemark, also es ist nicht so exotisch. Aber ich habe einfach die Befürchtung, dass das vielleicht dann irgendwie hängen bleibt.
Aber jetzt ist ja alles ein bisschen lockerer und ich denke, dass ich die nächste Woche oder innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall auf den Weg bringen werde. Das Paket, das mich erreicht hat, das hat es einfach gehabt. Das kam nämlich tatsächlich aus Deutschland. Und das ist von der lieben Mona. Ich glaube nicht, dass die Mona meinen Podcast anschaut. Ich habe sie auch nicht hingewiesen auf meinen Podcast, weil, ja, nein, das ist nicht so meine Art. Wenn sie es selber rausfindet, ist gut. Und wenn nicht, dann, weiß ja gar nicht. Vielleicht mag sie gar keine Podcasts schauen. Also ich möchte mich da auch nicht so aufdrängen. Und sie hat mir auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Paket geschickt. Und ja, Mona, falls du das anschaust, dann sei ganz, ganz lieb gegrüßt und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Ja, und ich zeige euch jetzt mal so ein paar Sachen, die da drin ist. Also sie ist eine zauberhafte Karte, viele Grüße aus Liebefeld, da wo der Pudding wächst. Und ich weiß nicht, ist jemand von euch aus Bielefeld? Da kommt sie nämlich her und hat mir diese Karte mit lieben Worten geschickt und auch eine Packung Pudding. Und der hat es tatsächlich überlebt. Am Anfang habe ich gesagt, ich mache mir jetzt sofort einen Pudding, aber habe es dann doch nicht gemacht. Aber der wandert bald mal in den Kochtopf. Ja, dann natürlich ganz viel Tee. Ich liebe ja Tee. Und da kann ich meinen Teepot wieder super auffüllen. Dann waren drin so ganz süße kleine Handmade-Zeichen aus Holz, die man dranlegen kann an Tücher, auch an gestricktes oder auch an genähtes, finde ich. So an Taschen oder so machen die sich ganz schön. Sie hat mir ein zauberhaftes Needle Cozy genäht mit Zierstich unten dran. Also wirklich viel Mühe gegeben und ja, das kommt dann auch bald zum Einsatz bei den nächsten Socken, die ich stricke. Das sage ich dann noch am Schluss was dazu. Das wollte ich gerade sagen, erinnert mich daran, dass ich es nicht vergesse, aber ihr könnt ja nicht mit mir schwätzen. Ja, so, dann gab es noch so ein bisschen Deko-Zeugs. Und eine schöne Schalnadel. Und ja, dann kommen wir zu einem genial tollen Rahmen. Das ist kein Bilderrahmen, könnte man auch verwenden. Nein, das ist ein Nadelmaß. Super schön gemacht aus Holz und in der Mitte ist eben eine Schablone, um Maschenproben abzumessen. Ich bin natürlich die Königin der Maschenproben. Habt ihr schon mal gesehen, dass ich eine Maschenprobe mache? Nein, aber ich habe es tatsächlich schon verwendet, weil ich nämlich bei diesem weinroten Wolle, da habe ich ja schon ein Strickstück gehabt, das ich wieder auftrenne und da konnte ich das dann drauflegen. Und also es ist schon eingeweiht worden und ich habe auch schon das Nadelmaß verwendet. Also vielleicht mache ich in Zukunft ja ab und zu mal Maschenproben. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man super brauchen kann und das Praktische ist, ich suche immer das Nadelmaß und das hat eine Größe, die findet man. So, jetzt natürlich gemacht wurde dieses Nadelmaß bei Roshi, vielleicht kennt die jemand von euch. Ich habe sie, glaube ich, auch mal irgendwo bei einem Wollfest oder so gesehen. Also auf jeden Fall habe ich von denen schon mal gehört. Ach, mit so einem süßen Herz dran. Jo. Dann war natürlich Wolle im Paket. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht irgendwie ein bisschen Schokolade darf natürlich nicht fehlen. Ah, genau, das ist auch noch ganz zauberhaft, was mit drinnen war. Schaut mal diesen süßen kleinen Socken an. Weiß nicht, ob sie den selber gestrickt hat, aber ich denke schon. Und in diesem Socken verbirgt sich ein Einkaufschip. Ist das nicht genial? Und durch das, dass der oben wirklich schön eng gestrickt ist, bleibt er auch gut drin. Also der wandert auch gleich an meinen Schlüsselbund hin, weil so Einkaufschips sucht man ja immer. Jo, dann die Wolle. Ich habe zweimal Ponderosa Wolle bekommen. Und zwar Luxus High Twist Tuch- und Sockenwolle. Einmal in diesem schönen Rot mit Grau und passend dazu nochmal diesen Grauton. Und die finde ich total genial, weil man die natürlich super zusammen zu einem Tuch verstricken kann. Und das wird auch definitiv in irgendein Tuch reinwandern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch schon gewickelt. Super praktisch. Ja,
Ich habe noch kein Design für ein Tuch, aber ja, vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Auf jeden Fall gibt das ein Tuch und dann gab es nochmal Sockenwolle und zwar von Piratenwolle und zwar auch wieder in Rottönen in diesem schön gesprenkelten. Auch das werde ich auf jeden Fall, ja, ein Tuch mache ich. Ich denke, da wird es wahrscheinlich wirklich Socken draus werden, weil die ja schöne, kunterbunte, warme Kuschelsocken. Ja, yeah, das war mein Fiberschirm-Paket. Genau, das ist mit Tee und Schokolade und sorry, wenn es jetzt hier ein bisschen mit kuschelt und raschelt. Ja, also ein tolles Paket und ich finde die Aktion einfach toll, weil es einfach, ja, man wird einfach überrascht und bekommt ein Paket und egal, ob es jetzt von Deutschland ist oder von weltweit, einfach, ja, eine super nette Aktion und ich habe jetzt zum zweiten Mal ja mitgemacht und bin immer wieder überrascht von den tollen Sachen, die in den Paketen sind und es macht auch Spaß, diese Pakete selber zu packen, weil ja man dann immer nachfragt, was möchten die Menschen, eher dicke oder dünne Wolle, eher Naturwolle oder und dann versuche ich immer auch ein bisschen Wolle von hier, also ich habe jetzt bei dem Paket, die möchte ich gerne Naturwolle, da werde ich wahrscheinlich auch, also da packe ich was vom Winkhof zum Beispiel rein oder Wolle also eben von deutschen Handfärbern. Ja, und passt das Ganze einfach dann so ein bisschen an. Und ja, wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass ich da mitgemacht habe. Ich muss nicht jedes Mal mitmachen, ich glaube, sie machen die Aktion dreimal im Jahr oder viermal sogar. Also das wäre man zu viel, aber so ein- oder zweimal im Jahr kann man sich da gut überraschen lassen. Und es ist ja nicht immer Corona, dass man da irgendwie in Schwierigkeiten gerät, sondern normalerweise funktioniert das ganz gut. Und man hat auch die Sicherheit, dass man ein Paket bekommt, wenn man zahlt einen kleinen Beitrag von 8 Euro. Da ist, denke ich, die Organisation so ein bisschen mit drin, weil das ist schon irre viel Arbeit, den die Damen da machen, dass die eben da einen zulosen und ja, das Ganze organisieren, also müssen bestimmt auch viele Rückfragen beantworten und da ist auch die Garantie drin, wenn ein Paket verloren geht, dann bekommt man von ihnen ein Ersatzpaket und das wird eben von diesen 8 Euro dann finanziert und dafür ist es, finde ich, dann auch okay. Jo, das war es jetzt von meiner Seite, Buchvorstellung habe ich heute keine. Ich bin zwar wieder fleißig am Lesen von dem Buch, ich weiß aber noch nicht, ob ich so begeistert bin von dem Buch, dass ich es euch vorstelle. Ja, aber es kommt bestimmt mal wieder eine Buchvorstellung. Jo, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Mai, der hoffentlich noch etwas wärmer und sonniger wird, als er im Moment ist. Also hier ist es im Moment relativ kühl. aber gut, ja, es kommen bestimmt schöne Tage und dann nutzen wir wieder die schöne Zeit, um rauszugehen, draußen zu stricken. Bis dahin wünsche ich euch viel Gesundheit, alles Gute, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen und bis zum nächsten Mal. Wird's euch, eure Jenny.